Nur Sekunden nach dem Abpfiff rasteten einige der sogenannten Fans aus. Sie stürmten teilweise vom Mump den Rasen und konnten dort nur unter Aufbietung aller Kräfte in die Schranken verwiesen werden. Ob die Schimpfkanonade dieses Ordners allerdings etwas geholfen hat, kann bei solchen Fußballchaoten nur bezweifelt werden. Derweil ging die Keilerei auf der Tribüne weiter. Die Polizei stürmte die Ränge, aber die Jagdszenen nahmen kein Ende. Feuer wurde entbrannt. Der Leiter dieser Aktion, Operat Günther, dazu: So ein Spiel läuft bis zur letzten Minute, und als in der vorletzten Minute der Ausgleich für Borussia, für den VfR Bochum fiel, da war uns eigentlich klar, dass die Borussen-Fans sehr enttäuscht sein mussten. Die glaubten, sie hätten schon einen sicheren Sieg in der Tasche. Und da war uns eigentlich schon klar, dass die Fans aus Dortmund sich das nicht gefallen lassen würden und versuchen würden, die Bochumer Seite zu stören. Wir hatten nur zunächst gesagt, sie würden das außerhalb des Stadions von außen rum tun. Dass sie das im Stadion taten, hat uns etwas überrascht. Wir haben aber schnell einen Zug, den wir noch zusätzlich als Reserve drin hatten, rübergezogen, sodass engere, massivere Ausschreitungen und Fanberührungen beider Gruppierungen größtenteils unterbleiben konnten. Wir haben deshalb bisher, nach meiner bisherigen Einschätzung und Erfahrung, dadurch erst 2, 3 Festnahmen und bisher keine Verletzungen von Bochumer oder Dortmunder Fans feststellen können. Geht man eigentlich als Polizist gerne noch am Samstag zum Fußballspiel? Man geht sicherlich gerne hin, wenn man selbst Fußball interessiert ist, Sport interessiert ist. Aber wenn man als Polizeibeamter in vorderster Front stehen muss, sprich direkt gegenüber dem Fan, dann hat man vielleicht auch etwas ängstliche Gefühle. Die jedenfalls nicht, sind solche Szenen. Bochumer Schlachtenbummler rannten in die Dortmunder Ecke, suchten Schlägereien. Die Polizei ging dazwischen. Nach 5 Minuten war das Schlimmste beendet. Schade nur, dass ein solch glänzender Fußballabend ein solch hässliches Ende nehmen muss.